Hallo Leute und willkommen zu diesem neuen Video. Heute schauen wir uns mal das hier an. Das ist der Samsung Wireless Charger Pad Type. Es gäbe auch noch den Wireless Charger, den großen, diesen runden, aber den wollte ich nicht, weil ich habe mich für den entschieden, weil der einerseits günstiger ist und zweitens ist, der ist kleiner. Und deswegen fällt er nicht so auf, wenn man den irgendwo hat. Und den packen wir jetzt mal aus. Dafür habe ich mir hier auch schon meine altbekannte Schere genommen, die man auch schon in ganz vielen anderen Videos sieht. Und hier ist da ein Klebestreifen und da. Und den schneiden wir jetzt durch und den. Dann tue ich die Schere mal beiseite. Und nun, ja, hier an der Schlauf müsste man eigentlich... Na, wenn ich hier das entferne. So, Klebestreifen Nummer 1 entfernt. Also es hat mit dem Durchschneiden jetzt nicht sehr viel gebracht, weil das hier noch an der Seite zu war. Und jetzt müssten wir eigentlich, wenn wir jetzt hier... Das hier ist der Deckel, der kommt dahin. Und das hier ist der Charger, der gibt es hier. Und da so eine Einbuchtung, da kann man den jetzt rausnehmen. Und um den kümmern wir uns gleich. Wir schauen erstmal, was noch so im Lieferumfang dabei ist. Klopapier. Ein Quick Start Guide. Ja, den wird sich sowieso keiner durchlesen, weil jeder weiß, wie sowas funktioniert. Aber jetzt... Also, dieses Teil ist... Ja, ziemlich klein. Als Vergleich kann man da jetzt... Was könnte man da als Vergleich nehmen? Ja, so... Das hier ist eine normale CD-Hülle und das hier ist das Charging Pad. Also, wenn ihr hier die Dicke und die Größe, das ist wirklich... Und hier ist zwar... Es ist schade, dass das noch Micro-USB ist, aber ist halt so. Also das Micro-USB, da steckt man halt sein Samsung-Ladekabel, was man... Oder halt sein Micro-USB-Kabel steckt man daran. Und dann kann man damit mit einem wireless-charging-fähigen Gerät, also ab Samsung Galaxy S6... Und ab iPhone 8, ja, die können auf jeden Fall, also ab iPhone 8 und ab Galaxy S6 können die Geräte Wireless Charging und das zeige ich euch gleich, wie das funktioniert. So, nun zeige ich euch, wie man das Teil nun benutzt. Also ihr habt ja hier, ach, das habe ich euch noch nicht erzählt, hier ist übrigens eine LED-Anzeige, die anzeigt, wenn das Gerät halt... in Betrieb ist und es gerade euer Handy auflädt und ihr nehmt hier euer Fokussiere, euer Micro-USB-Kabel, hier den Anschluss, steckt es rein, dann legt ihr es beispielsweise so auf den Tisch und weil ich jetzt mit meinem Handy filme, also ich kann es mit meinem Handy jetzt nicht zeigen, aber ich zeige es an diesem Samsung Galaxy S4. Jetzt denkt ihr euch, ja halt, der hat doch vorhin gesagt, dass es erst ab dem S6 funktioniert. Ja, ab dem S6 ist es fest eingebaut, aber mit dem S4, also mit der Standardhülle geht das nicht. Die muss man abmachen und im S4 kann man Wireless Charging nachrüsten. Da gibt es hier diese zwei Anschlüsse für das Wireless Charging und es gibt von IKEA so eine Hülle. Da sind hier auch diese beiden Anschlüsse und diese Hülle. Macht man hinten drauf und dann. Ja, man muss es auch richtig drauflegen. Also, wenn ich das jetzt mal so hochnehme, ich hoffe, man kann das sehen. Also es wird gerade aufgeladen. Ich entsperre mal das Gerät, weil dann kann ich euch auch zeigen, was man da, dass da sogar eine Benachrichtigung kommt. Also auch bei einem Gerät, was das eigentlich nicht fest eingebaut hat. Also, da steht es jetzt. Drahtloses Aufladen. Und ja, das war es eigentlich dazu. Mehr gibt es nicht dazu zu sagen. Also man kann jetzt sein Handy einfach nehmen, drauf tun. Und schon lädt es auf. Ja, das war's mit dem Video über
das Wireless Charging Pad von Samsung. Ich hoffe, es hat euch gefallen und gebt doch dem Video einen Daumen nach oben. Und das war euer Wintry 1611 und ciao!